hallo, hallöchen, ich bin wieder American Truck Simulator. Jawohl, und ich habe mir was Neues gegönnt. Und zwar ein Peterbird 500. Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt, 505, was? 576, das kann sich ja keiner merken. 510 PS. Genau. Und ja, den habe ich noch so ein bisschen konfiguriert. Farbe, Stoßdämpfer, Fahren und, und. Und Beleuchtung hat er auch nicht zu wenig. Wir haben da einen ordentlichen Trailer hinten dran. Hab da jetzt mal gewechselt. Vorher haben wir ja Holz transportiert. Und jetzt können wir da andere Frachtgüter einladen. Ich habe die Puh dabei, die sitzt da. Auf dem Beifahrersitz natürlich. Genau so. Da ist sie. Spielt den ganzen Tag am Handy rum. Wie immer. Ja, also, wir suchen einen Auftrag. Und dann geht's los hier mit dem schönen Geschoss, würde ich sagen. So, Auftragsangebot. Frachtmarkt. Wir haben einen eigenen Trailer. So, ich habe das ganze Geld mal ausgegeben. Wir haben noch 5.344 Dollar drauf. Warum? Ja, ich habe noch zwei LKWs gekauft. Ich habe noch LKWs konfiguriert. Ich habe jetzt eigentlich die Niederlassung, was ich habe. Von rein. Die Niederlassung, was ich habe, eigentlich bestückt, auch mit so viel. Boah, das sieht mal geil aus da. Dieses LED-Licht. Das ist natürlich nichts Altes hier, das ist diesmal was Neues. Genau, so klingt das. So, dann würde ich sagen, fahren wir eigentlich los. Wir sind ausgeschlafen, wir sind ausgeruht, wir haben halt leider die Frau mit dabei, aber das können wir jetzt halt nicht ändern. Nein, Quatsch. Jo, da holen wir mal unsere Fracht ab, würde ich sagen. Genau, schön aufpassen, damit da keiner kommt. Ich wollte eigentlich hier noch zeigen, ich habe so hier sogar wie so Kotflügel hinten an den zwischen den Rädern gemacht. Also wirklich cool. Und Fahnen montiert hier vorne. Jawohl. Die flattern da auch ordentlich im Wind rum. So, wenn spielen wir natürlich oder wir fahren immer noch im Washington rum. Wir haben ja das Washington DLC drauf gemacht. Wir sind ja da hingereist, haben uns da schon eine Bude gekauft. Die läuft eigentlich auch. Ich nehme an, es wird gleich mal auch wieder so sein, damit da ordentlich Geld hier in die Kasse fließt, weil ich habe die Mitarbeiter mal ordentlich zusammengeschissen, mal ordentlichen Einlauf verpasst. Die haben jetzt wieder, die sind voll motiviert, weil die haben alle Angst um ihren Job. So. Genau, das habe ich gemacht. Na, ich habe geschaut, was sie eigentlich für Fähigkeiten haben. Manche waren noch irgendwie auf Just-in-Time spezialisiert, haben das eigentlich schon voll erreicht und sich eigentlich gar nicht weiterentwickelt. Habe das jetzt eigentlich alles auf allgemein gestellt. Noch ein Flachbett-Trailer gekauft. Rungenwagen haben wir auch schon zwei im Besitz. Jetzt haben wir hier diesen Trailer. Der sollte eigentlich auch nicht schlecht sein. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich genug haben, damit wir alles transportieren können.
immer noch am Handy. Mit wem schreibst du eigentlich die ganze Zeit? Mit der Freundin. Ja, nee, ist klar, ne? Also, könnt ihr mich stundenlang aufregen, aber wir haben keine Zeit. What? Schon geblitzt mit einem neuen LKW. Meine Güte, der ist noch nicht mal bezahlt, ey. Verdammte Axt. Ja, nur weil du mit deinem blöden Handy rumspielen musst, hast du mich wieder völlig abgelenkt. Geh kochen oder so. Ach so, wir haben gar nichts zum Kochen hier, ey. Aber sonst finde ich das Teil eigentlich ganz cool. Die Lampen oben habe ich noch angebaut. Die Blinklichter habe ich da angebaut. Das sollten wir lieber nicht, das gibt wieder Ärger. Signalhörner haben wir da noch rangemacht. Lackierung haben wir uns ausgesucht. Am Anhänger habe ich noch ein paar mehr Begrenzungslichter hier dran gemacht. Finde ich immer ganz cool. Und ja, jetzt können wir Pappe transportieren. Super. So, was ist denn hier los? Wir haben noch keine Zeit. So, wir reihen uns mal hier drüben ein. Geparkt einer, das habe ich auch noch nie gesehen. Da ist wirklich einer geparkt. Wo gibt's denn sowas? Das ist auch neu. Parken. Ja, du hier mit deinem Öltransport. Ach, ich muss wahrscheinlich, muss ich hier hin. So, jetzt frag du mal nach dem Weg und drück nicht die ganze Zeit auf dein Handy rum, ey. So, Frachtmarkt. Genau, Verpackungsmaterial 20 Tonnen. Machen wir. Auftrag bestätigen. Gibt's zwar bloß 7000, aber kann ich vielleicht den Tank wieder voll machen? So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich fahre jetzt mal hinten rum. Da ist es wahrscheinlich nicht. Wo muss ich denn hier hin? Gut. Wollen die mich verarschen? Da soll ich rückwärts rein. Ich bin doch. Oh, sowas noch. Denn die alte mit dabei. Lacht sie mich wieder aus, weil ich nicht rückwärts fahren kann. So eine Kacke, hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Auftrag genommen. So, hauen wir ab oder was? Nein, wir fahren jetzt da rückwärts rein. So, das sollte eigentlich so machen, damit ich von innen mit Spiegel fahre, hä? Das wäre können. So kann das ja jeder.
Ich hab angeeckt. Okay, man kann es nicht mehr leugnen. Ich bin dran gefahren. Scheiße, ich muss doch einmal nach vorne fahren wieder. Das nützt nichts. Ich dachte, ich krieg das in einen Zug hin. Das wäre natürlich für mich. Boah! Jetzt habe ich schon die erste Delle reingehauen, weil ich langsam nervös werde. Ihr schaut alle zu. Die Alte dabei und ich hier mitten rückwärts und. Boah! So, halt die Klappe, ich mach das selber. Ich kann das. Vielleicht geht ein bisschen mehr kaputt, aber es geht. So, ladet auf den Dreck, ey. Ich hab die Schnauze jetzt schon voll davon. Delle reingehauen in meinen neuen LKW. So, mittlerweile ist es hell. Glaube ich jedenfalls. Wie spät ist denn das? 5. So, jetzt müssen wir aber Gas geben, ne? Und am besten nirgendwo mehr gegendonnern. So, 20 Tonnen Verpackungsmaterial. Warte, das gibt Ärger. Das sag ich ja. Wieso muss ich denn hier durch? Oh, bin ich blöd oder was? Scheiße, da komme ich gar nicht durch. Oh, ich muss nochmal zurück. Ey, das wird ja Katastrophe hier, das Video schon wieder. Oh, jetzt fahre ich dann nochmal gegen den Abschleppwagen. So, ich habe keinen Bock mehr. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, jetzt noch gegen den dadurch. Ich habe schon verloren eigentlich. Das Preisgeld können wir uns gleich mal streichen, ja? Boah, bloß weg. Alles kaputt gefahren. Boah, nö. Das ist aber wahrscheinlich auch neu, damit die da so blinken und hupen und weiß ich, oder machen die das schon immer? Ich fahre ja sonst eigentlich nicht dagegen, ich weiß es nicht. So, bloß weg hier, ey. Müssen ja niemand erzählen, damit ich der Chef bin. Sagen einfach, dass irgendein blöder Angestellter gewesen von uns. Und die Angestellten erzählen was gar nicht. So, jetzt sehe ich aber da noch ein Fragezeichen. Das tut mir leid, jetzt muss ich hier abbiegen. Ich kann mich nicht beherrschen, ich will das freischalten. So, kann ich da? Jo, ist klar. Dann haben wir das nämlich freigeschalten. Das sehe ich eine Arbeitsagentur oder sowas. Okay, die haben wir entdeckt, alles klar. So, ist bloß ein kleiner Umweg, das sollte jetzt eigentlich nichts machen. Boah, was für ein geiler Blink hat der denn hier vorne in dem Licht drin.
Wollte gerade sagen, die Feuerwehr hat keine Räder, aber die kommen ja später zum Vorschein, hä? So, jetzt aber. Komplett versagt schon zum Anfang. Alles kaputt gefahren, nicht rückwärts einparken können. Aber jetzt sind wir auf dem Highway. So, ich darf weiterfahren, umfahren, stand da, alles klar. Ach du Scheiße. Uiuiuiui, auf der Route ist hier, oh, hier ist gesperrt, hier ist Katastrophe. Na, das macht ja, das geht genauso weiter, wie es angefangen hat. Umgekippt. Bin ich auf der anderen Seite wieder hochfahren. Knockflora, das geht. So, warte mal, hier ist ein Stoppschild. Ich halte hier lieber mal an. Kommt nix. Zum Glück ist auf der Brücke passiert, sonst müssten jetzt alle. Würde ein riesiger Stau hier sein. So, 510 PS und wir kommen mit ein bisschen Pappe hier kaum den Berg hoch. Und da sollte eigentlich nichts kommen, hä? So, genau, ist eigentlich schon ein bisschen Geld in die Kasse gewandert, jawohl. Oder nicht, wir hatten mehr, wir hatten 5000. Ich hab mehr Strafe zahlen müssen. Okay, es ist weniger geworden. Noch mehr Strafe und wir sind bankrott. So, also er liegt eigentlich richtig gut auf der Straße, ist eigentlich eher so ein Dahingleiten. Wahnsinn, richtig geil. So, jetzt gebe ich aber mal Vollgas hier. Schauen, was er kann. Nix. Wird langsamer. 510 PS reicht nicht. Ah, genau. Ich habe ja noch bei einigen LKWs noch den Motor gewechselt.
Jetzt haben wir auch keinen LKW, der noch der unter 400 PS hat. Oder über 400 PS. Das nächste Ziel wäre dann alle Firmenlastwagen über 500 PS. So, wenn das Auto da Platz machen würde, könnte ich an den vorbeifahren, aber der hat auch Probleme wie ich. Aber ich bin noch ein kleines bisschen schneller, kann hier noch den Schwung mitnehmen. Ja, der kriege ich da auch hoch. Genau, um sowas zu vermeiden, brauchen wir da für unsere Fahrzeuge mehr PS. Aber ihr seht ja, ich fahre hier auch mit 30, 28 fahre ich hier hoch. So, wie wird denn das Wetter? Sonnig und warm. Alles klar, cool. So, bergab geht schneller. Uiuiuiuiui. Oh Mann, hier gibt es sich auch einen Haufen Unfälle. Check mal die Lage, ob da irgendwo noch Unfall ist. Der Verkehrsmeldung. Alles frei. Okay, dann rasen wir hier durch. Ich muss mal aufs Klo. Das habe ich genau gewusst. Kaum fahren wir los, musst du wieder pinkeln. Ich halt gleich an, irgendwo. In 150 Meilen. Ich muss aber dringend. Okay. Also, ich werde noch ein bisschen weiterfahren hier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Die Promos aufs WC. Alles klar, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.